60 Jahre Report, 6 bewegte Jahrzehnte mit Hintergrundberichten und Reportagen. Am 5. August 1962 kam die erste Sendung Report aus München, Erinnerungen von Report-Pionieren. Das war damals in freiem Mann absolut die Champions League. Das haben damals nicht 4 Millionen gesehen, das haben, glaube ich, über 10 Millionen gesehen. Ja, meine Damen und Herren. Moderator und Fernsehlegende Dagobert Lindlau prägte die Sendung mit seiner Berichterstattung. In der zweiten Maschine, da drüben, sitzt der Kameramann, Herr Feichtner. Er war wirklich unheimlich extrem gut vernetzt. Heute unvorstellbar. Aber Dagobert hatte das. Peter Metzger war in den 70er Jahren Teil der jungen wilden Reporttruppe. Die Reportredaktion. Eine glückliche Redaktion. In den 80er Jahren gehörte auch Silvia Mattes zum Team. Wer keine Kontakte hat oder sich die nicht aufbaut, der kann keine anständigen Berichte machen, glaube ich. Oder so ganz einfache. Sie können natürlich zum Tanz um den Maibaum oder so, das kann jeder machen und auch schön machen. Aber nicht keine Magazingeschichte für ein politisches Magazin. Die investigativen Recherchen gehen weiter. Im Mai dieses Jahres veröffentlichte Report München zusammen mit dem Spiegel, der BBC und anderen internationalen Medien die Xinjiang Police Files. Die ersten Bilder aus Lagern, in denen die chinesische Regierung Uiguren einsperrt und umerzieht. 60 Jahre Report, das waren 60 Jahre harte Arbeit für Journalistinnen und Journalisten. Aber auch spannende und abwechslungsreiche Jahre.